Willkommen zu einem weiteren Teil dieses What I Eat Today Videos. Bei mir ist jetzt mittlerweile kurz vor 16 Uhr. Gegen 11 Uhr habe ich das letzte Mal was gegessen. Deswegen habe ich mittlerweile großen Hunger. Ich war jetzt eine knappe Stunde draußen und habe die wunderbare Nachmittagssonne genossen. Teilweise eins meiner Bücher, die ich mir vor kurzem besorgt habe, gelesen. Ja, das hat richtig gut getan. Und seit ich hier in Detmold lebe, möchte ich mir gerne Erbsen kochen. Ich hatte mir ganz am Anfang ein Paket grüne Erbsen gekauft, also ungekochte Erbsen, auch nicht aus dem Glas oder eingefroren. Und ja, heute möchte ich das jetzt endlich mal angehen. Zuerst hatte ich vor, einfach nur Kartoffeln mit den Erbsen zusammen zu kochen. Dann habe ich aber auf der Verpackung, ja, das ist diese hier, mal nach den Nährstoffen geschaut und dabei ein Erbsensuppenrezept entdeckt. Generell koche ich ja eigentlich nie nach Rezept von irgendwelchen anderen, sag ich mal, sondern überlege immer selber was. Ich habe aber schon ewig keine Erbsen mehr gekocht. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus, warum auch nicht. Allerdings wandle ich dieses Rezept etwas ab, nämlich in diesem Rezept müsste auch Speck mit rein. Und das gebe ich natürlich nicht in meine Erbsensuppe. Stattdessen habe ich mir gedacht, gebe ich einfach von diesem Räucherpaprika-Gewürz mit rein. Das schmeckt nämlich ähnlich wie Speck. Ja, die grünen Erbsen habe ich bereits über Nacht einweichen lassen, ja, in Wasser. Dann müssen sie nicht ganz so lange kochen. Und dann habe ich mir hier noch einiges parat gelegt. Einmal eine Zwiebel, ein Stück Sellerie, das werde ich aber nicht alles nehmen, und drei Möhren. Dann frische Petersilie, Steinsalz, eben das geräucherte Paprikagewürz, schwarzen und weißen Pfeffer. Und ich nehme auch noch etwas Muskat mit rein. Das steht da so jetzt auch nicht auf dem Rezept. Dann habe ich hier noch ein bisschen Rapsöl. Ja, falls ich das für das Anbraten des Gemüses benötige. Mal sehen. Dann werde ich jetzt das Gemüse erstmal klein schneiden und reinigen. Das Gemüse ist jetzt klein geschnitten und im Topf. Jetzt gebe ich ein ganz klein bisschen Rapsöl mit hinzu. Mittlerweile verwende ich wieder Öl, aber nicht viel. Ein klein bisschen, weil es mir einfach besser schmeckt. So, sobald das dann heiß ist, soll das Ganze erstmal kross angebraten werden. Muss jetzt noch ein bisschen warten. Des Weiteren kommen auch noch Kartoffeln mit in die Suppe. Da habe ich mir jetzt vier kleinere schon geschält und gewaschen. Die schneide ich jetzt auch noch klein. Die Kartoffeln sollen erst später in die Suppe rein, wenn die Erbsen schon eine Zeit lang gekocht haben. Ich hole das mal eben um. Schneide ich die jetzt schön klein.
Ja, ich habe noch nicht viel mit Erbsen gekocht in meinem Leben, weil ich die früher nicht so mochte. Aber mittlerweile mag ich sie sehr gerne. Ja, und in La Gomera habe ich mir zweimal Erbsen gekauft. Das waren aber eingefrorene Erbsen. Und habe die dann einfach mit verschiedenem Gemüse zusammen gekocht. Und das war auch sehr lecker. So, dann gebe ich die jetzt in ein extra Schälchen. Und bedecke sie so lange mit ein bisschen Wasser. Wasser mit rein. So, dann reinige ich mal eben die Petersilie. Und schneide die nebenbei dann auch schon mal klein. Ja, dafür hatte ich früher ein Wiegemesser. Das war richtig klasse. So eins möchte ich mir auch wieder besorgen. Damit ging das wunderbar und wurde richtig schön klein mit wenig Aufwand. Möchte ich mal schauen, wo ich hier so eins bekomme. Die Stiele verwende ich auch immer mit. Die finde ich echt zu schade zum Wegwerfen. Und sie sind gleichzeitig auch noch schön knackig. Kleiner. Ja, das duftet wieder mal sehr gut. Das hat jetzt doch auch sehr gut ohne Wiegemesser geklappt. Ist schön fein geworden. Ja, brauche ich nicht unbedingt ein Wiegemesser. So, dann gebe ich jetzt die Erbsen mit in die Suppe. Also zum Gemüse meine ich. Und fülle noch mit Wasser auf.
So. Jetzt muss das Ganze erstmal eine halbe Stunde lang kochen. Jo, in der Zwischenzeit kann ich mich anderen Dingen widmen. Und dann, wenn das gekocht hat, dann sehen wir uns wieder, ne? Das Gemüse hat jetzt 20 Minuten gekocht und jetzt füge ich noch die kleingeschnittenen Kartoffeln hinzu und lasse jetzt alles gemeinsam noch so lange kochen, bis die Kartoffeln weich sind und dann müsste alles gar sein. Würzen tue ich dann erst am Schluss. Vor allem salzen, da sich sonst die Kochzeit der Erbsen verlängert. Ja, und die Kräuter gebe ich dann ganz am Ende hinzu, wenn ich die Suppe auf dem Teller habe. Mittlerweile ist es jetzt bei mir kurz vor 17 Uhr. Ich habe die Erbsen und die Kartoffeln jetzt noch weitere 15 Minuten circa kochen lassen. Jetzt sind die Erbsen endlich weich. Ich habe jetzt auch gerade ausgeschaltet. So, jetzt gebe ich noch Muskat mit rein. Jetzt aufpassen, dass mir die Muskatnuss da nicht reinfällt. So, jetzt kann ich die auch schön reinigen, da ich jetzt auch einen Backpinsel habe. Das ist doch prima. Entschuldigung. So, aber hier ist mehr Licht, kannst du mehr sehen. So, dann wird das jetzt noch schön gesalzen. Schwarzen und weißen Pfeffer gebe ich auch noch mit rein. Und geräucherte Paprika. Als Speckersatz. So sieht die Suppe jetzt aus. Ich hoffe, du kannst das sehen, trotz des Dampfes. Ja. Und die Erbsen sind richtig groß geworden. Ich habe hier noch ein paar andere Kräuter klein geschnitten, frische. Die gebe ich dann auch mit auf den Teller. Ja. Werde ich mal eben probieren, wie das Ganze jetzt schmeckt.
noch mal durchrühren, damit das grobe Salz sich besser verteilt. Sehr lecker. Ja, jetzt bin ich froh, dass die Suppe endlich fertig ist. Ich habe zwischendurch auch noch eine Banane gegessen, weil ich so Hunger hatte, als hätte ich das nicht durchgehalten. Hat es doch recht lang gedauert, ne? Ja, ich denke ja mal, dass ich nach der Suppe satt sein werde für heute, falls nicht, falls später vielleicht nochmal ein ganz kleiner Hunger aufkommen sollte, werde ich, denke ich, noch 2, 3 Datteln essen. Das ist dann aber auch alles für heute. Ja, dann danke ich dir fürs Zuschauen und sag mal, bis zum nächsten Video.